brauche ich wieder 5 Millionen Heilpflanzen und so. Ich brauche Heilpflanzen. Wie viele Stunden hat denn der Kampf jetzt gedauert, ey? Und hier die spawnen auch ohne Ende. Das ist doch der Wahnsinn. Hm? Wie viele auf dieser Scheißinsel von diesen kleinen Drecksviechern spawnen, ist ja auch krass. Ohne Witz. Oh. Huh. Erstmal kurz ein bisschen Feuer anmachen. So, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Dort nüber. Da kann ich mich entweder dort. Nee, ich brauch dort. Auf jeden Fall eine Bombe. Ich hab gar keine. Das heißt, ich brauche eine Flasche. Da muss ich wohl am besten hier am Strand gucken, ob sie irgendwo eine Flasche angespült hat. Oder... ja, ist wahrscheinlich das Einfachste, zu gucken, ob hier irgendwo eine Flasche ist. Und hier ist eine Flasche. Geil. Das ist sehr gut. Ich brauche auf alle Fälle einen Sprengsatz, um an die letzte ranzukommen dort. Auch nicht ernsthaft. Jetzt sind die hier wieder respawned. Ganz ohne Scheiß. Das geht mir gerade ziemlich auf den Zeiger. Haut doch alle ab hier. Oh Mann, ey. Verpisst euch doch mal. Bis eine Sekunde bist du weg und schon sind alle respawned. Ey. Das kann doch nicht sein. Wo müssen wir denn jetzt so richtig hin? Ich glaube, ich laufe jetzt hier ganz nach rechts unten. Puh, ich kann mit der Maus nicht drüber, dort wo das Wasser ist, und laufe dann von dort nach links hoch. Wie wär's mit verzieht euch doch alle mal? Hi! Hi! Hi Coco! Hm. Jetzt müsste man sich eigentlich gemerkt haben, wo die Heilpflanzen stehen. Falls die nachgewachsen sind. Das muss ich dir. Ey. Geht doch alle weg hier. Das geht. Ach, meine Fresse, geht das richtig cool. Schnell. Ich muss jetzt noch weiter nach rechts, ja. Hallo. Du Drecksvieh. Verzieh dich mal. Eine Brille. Machen wir hier mal ein bisschen Licht wieder an. Das gefällt euch nämlich nicht. Von mir, und hier ist eine Heilpflanze, sehr gut. Ich bin jetzt wieder eine gefunden. So, jetzt schleichen wir uns hier mal ganz außen vorbei. Den da müssen wir wegmachen. Ist aber kein Problem. Die hier noch. Kommen wir auch gut durch. Oh fuck. Kranker Hirsch. Der hält auch so viel aus. Boah. Ist das gerade alles ganz schön. Puh. Anstrengend. Ich muss mich ziemlich konzentrieren und
Da ich nicht multitaskingfähig bin. Oh fuck. Da ich nicht multitaskingfähig bin, glaube ich, leidet mein Gesprächsfluss ein wenig darunter. Weil das ist echt gerade ein ganzes Stück schwerer geworden, als es bis jetzt war. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das ja wohl vielleicht auch schon das Letzte ist, was wir machen. Ach, jetzt habe ich keine Flasche für die Limonade für den. Fuck. Ja. Ja. Jetzt müsste ich noch eine Flasche irgendwo finden. Wo muss ich hin? Dort lieber zum Wasser. Oh, crap. Warum rennst du? Ich hab dich noch gar nicht angeschossen. No. Hallo, mein Freund. So. Muss das wieder auspacken? Und... Es müsste irgendwie noch einen Shop irgendwo geben für das Spiel. Dass man sich so... Keine Ahnung. Dass man sich Sachen kaufen kann. Was man halt gerade braucht. Wie zum Beispiel jetzt die Flasche. An bestimmten Stellen. Weil Flaschen sind echt ziemlich wertvoll, finde ich. Vor allen Dingen auch wegen den Sprengsätzen und so. Kann ich eigentlich nicht. Ich kann noch keine Sprengpfeile herstellen, ne? Das kann ich erst dann. Oh ne, das dauert sogar noch ein ganzes Stück, bis ich Sprengpfeile herstellen kann. Fuck. Weil dann hätte man vielleicht aus einem Sprengsatz mehrere Sprengpfeile herstellen können. Und, mit mehr, also, damit auch mehrere Sachen dann sprengen können. Ist wieder kein Knochen drin hier. Griff. Ist auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. So, ich würde echt gerne noch eine Flasche finden. Und vor allen Dingen auch einen Knochen, damit ich mein Dingens aufbessern kann. Munition auf alle Fälle nehmen wir mit. Den Helm lasse ich mal wieder fallen, bitteschön. Oh, da eine Flasche. Jawohl. Und eine Heilpflanze. Geil. Was liegt dort hinten? So eine normale Pflanze. Ah ne, das hier wollte ich auffüllen. Zack. So, jetzt muss ich zum Wasser. Dann kann ich die Flasche mit Wasser füllen und dann kann ich beim Coco die Quest abgeben. Oh. Oh Mann. Komm, füllen. So. Boah. Im letzten Moment noch von hinten getroffen. Das Mistvieh. So. Also die Wasserflasche zusammenfügen mit, damit. Und jetzt müssten wir die Limonade haben, die der wollte. Recipe of tonic in village. Survivor finding recipe. Was will der haben? Wollte der das nicht? 20, 1. Green Beef Limo. Wap. Zusammenfügen mit. Ah. Green Beef Limo. Da hast du. Tonic für Coco! Tonic für Coco! Ja, 30 Sprengpfeile. Geil! Das ist doch mal was Sinnvolles. Der Hammer, Coco, danke dir. Wie geil. Cool. Jetzt kann ich
Jetzt, da muss ich hin. Das ist der Hammer. Komm weg mit euch da. Du auch noch. Hier liegt's. Okay, jetzt. Oh, fuck! Und er hat mich getroffen. Na gut. Da machen wir mal wieder hier sowas draus und verbinden uns mal. Und da ist alles wieder schön im grünen Bereich. So gefällt mir das. Ah. Mist. Und jetzt kann ich gerade mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Ja. Natürlich den ersten direkt wieder verschossen. So, wieder heldenhaftes, heldenhaftes Spiel. Richtig gut platziert der Schuss. Du, und dann kann ich die Kettensäge wieder raus. So. Der Boomerang. So, 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 so. Aber jetzt frage ich mich echt, warum ich keine Knochen mehr finde. Ich würde echt gerne so einen Knochen haben, um diesen Dreier-Bumerang da herzustellen. Wow. Oh, wo bleibt denn mein Bumerang? Ach, das ist echt das Miese da dran. Fleisch. Da waren sogar ein paar gute dabei. Also ein paar nette, ein paar liebe. Ein paar freundliche. Alle im Eimer dort. Oh shit, da waren ganz schön viele. Hallo! Oh, die kleinen Mistviecher hier. Und dort noch das kleine Mistviech. Und den hier. Und den da. Oh, Munition. Jetzt haben wir ja nicht mehr ganz so viele. Und wenn wieder mal ein großer kommt, wäre das, glaube ich, ganz nützlich. Der liegt immer noch dort. Weg mit dir. Oh, 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 oh. Diese Mistviecher. Und wir holen die Säge raus und sägen den weg. Und dann machen wir die Slenderviecher tot. Yeah! Ja, stirb! So, da kommen wir jetzt hier durch. Oh, fuck. Oh, ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Uha, uha. Irgendwie kriege ich heute ganz schön auf die Fresse. Es sind aber auch so viele. Vor allem, wo kommen die denn jetzt auch alle wieder her, ey? Das ist doch unglaublich. Kettensäge wieder rausholen. So, dann wieder wechseln dazu. Es müsste ein Shortcut für Nagel- und Fernkampfwaffen geben. Das ist echt nervig so. So. Ja klar. Der Lärm lockt die an. Das mit den Explosionen ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee. Oh fuck. Boah. Das Ausweichen ist auch so eine Sache für sich. Sind hier Knochen dran? Nee, leider nicht. Was haben wir hier? Bisschen Munition. Wie viel haben wir denn jetzt? 200 wieder. Immerhin. Besser als nix, ne? Jetzt müssen wir hier links rüber. Ach, hallo. Renn in meine Kettensäge! Und stirb.
Du hast es nicht anders verdient. Langes Rohr. Hinauf zu, ja. Das ist der richtige Weg. So, jetzt haben wir wieder ein paar Leute für die Kettensäge. Oh, da kommt ein Klicker. Und Kettensägen-Power! So, ausrüsten. Oh. Und noch mehr Kettensägen-Power. Alter, wie viele sind denn jetzt hier gepanzerte Viecher? Bitte. Noch mehr, kommt schon. Wir haben noch nicht genug gepanzerte hier. Eine Pflanze. Fürs Herbarium. Ja, 7 von 20. Doch so viel. Oh, hier ist noch ein Slender-Typ. Und hier sind wieder keine Knochen. Eine leere Flasche, geil. Und, was haben wir hier? Selbstgebaute Sten-Gun mit Zielfernrohr. Aha. Oh, hier sind welche drinne. Werkzeugkasten. Der gehört jetzt mir. Hau ab. Die Wurzel. Handpumpenwasser. Davon ein bisschen was. Wo ist denn jetzt hier das Paket? Hier liegt das Paket. Hier liegt das Paket. So, wo müssen wir jetzt noch hin? Da runter. Gehen wir doch hier hinten lang. Da sind wir doch direkt dran. Irgendwo hier, ne? Ja, hier. Wupp. Ja. Was? Nicht ernsthaft, oder? Ich kriege die Krise zusammenfügen. Damit zusammenfügen. Damit. Dann müssen wir es halt so machen. So eine Drecksscheiße. Oh, crap. Oh, wie die hier wieder alle angehetzt kommen. Wie die Geier. Gott sei Dank hatte ich einen Stufenaufstieg. Das hat mich jetzt vor Schlimmerem bewahrt. Nee. So. Dann kann ich auch direkt erstmal hier einen Skillpunkt verteilen. Und zwar für das Sprengzeug. Huch, nein. Will nicht zurücksetzen. Da kommen ganz viele Kleine. Oh Gott, weg mit euch. Weg mit euch. Nee. Greif sie jetzt bitte nicht an. Sind meine Pfeile hinten irgendwo gelandet? Nee. Sieht nicht so aus. Oh. Oh, wenn jetzt schon die ganzen Gepanzerten weg und die ganzen Drecksviecher nur noch einfache da sind. Nee, und da kommt ein Gepanzerter. Und er taumelt direkt in meine Kettensäge hinein. So. Ausrüsten. Ne, ich glaube, meine Pfeile sind am Arsch der Welt gelandet. Nein, den wollte ich treffen. Den anderen jetzt wollte ich Kettensäge nennen. Und jetzt habe ich das hier. So. Sehr schön. Keine Knochen. Wieder mal keine Knochen. Warum liegt denn hier ein Angriff von einer Waffe rum? Einfach so, weil die Spaß haben? Hui, da kam er direkt vor meine Füße geflogen. Hallo.
So, mein Freund. Weil ich jetzt alle rings um dich herum aufgeräumt habe. Du auch noch dran. Damit du nicht hier alleine rumtorkeln musst. So. Der Herbarium. Dann das hier. Guarana. Whatever. Flasche. Und hier haben wir. Goldene Version der Waffe. Plus 50 Schaden. Aha. Das dachte ich mir fast. Aber ich würde gerne den Bumerang golden machen. Hier tun wir erstmal was trinken, fix, wenn wir einmal hier sind. Und jetzt muss ich mit dem Boot darüber fahren, oder was? Hey, wo kommst du her? Wo kommst denn du her? Reisen, bitte. Hier hinüber, zur anderen Insel. Ja, dann passt es doch auch gerade wieder wie die Faust aufs Auge. Es wurde gespeichert. Und wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter und ja, sammeln hier noch den ganzen Rest ein, würde ich sagen. Was ja noch so ziemlich einiges ist. Uiuiuiuiuiui. Da haben wir noch einiges zu tun. Ich schätze, wir müssen über jede Insel nochmal quer drüber rennen. Freude! Jubel! Und ja. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut das nächste Mal. Und bis dahin. Macht's gut!